In Südkorea haben die jährlichen Aufnahmeprüfungen für die Universitäten begonnen. Am Donnerstag nahmen fast 600.000 Schüler an der landesweiten Prüfung teil, angefeuert von ihren Mitschülern. Seit einem Jahr bereite ich mich sehr intensiv vor. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Fehler mache. Bis vorgestern war ich sehr nervös. Heute fühle ich gar nichts mehr. Ich bin ganz taub. Ich hoffe einfach, dass es läuft und ich keine Fehler mache. Viele Eltern beten unterdessen für gute Prüfungsergebnisse. Es geht um viel. Ein Studium ist zentraler Bestandteil von Berufskarrieren in Südkorea. Der Wettbewerb und damit der Druck auf die Studenten ist hoch. Ich hoffe, mein Sohn erzielt ein gutes Ergebnis. Aber auch wenn es nicht so gut läuft, hoffe ich einfach, dass er glücklich wird und dass alles unbeschadet übersteht. Nach Angaben des Erziehungsministeriums umfassen die Prüfungen die Fächer Koreanisch, Englisch, eine weitere Fremdsprache, Mathematik, Sozial- und Naturwissenschaften. Prüfungsdauer 8:40 Uhr bis 17:40 Uhr.